und natürlich auch hier. Bam. Zack. Wir sind mit Holz umgeben, Leute. Wie viel Holz haben wir jetzt noch? 31. Also nicht mehr so viel. So, das Fleisch hauen wir noch hinein. Nicht das Holz, das Fleisch. So. Access Inventory. Felle. Kohle. Ja. So, und jetzt. Wir haben gesagt, mehr Gewicht tragen. So, was lernen wir jetzt? Was lernen wir? Da können wir nicht, no, zumindest noch nichts. Keine Ahnung. Aha. Cooking Pot. Wie, was für ein Level bin ich? Okay, dann wisst ihr was, dann lasse ich die Punkte noch, weil vielleicht ist es auf 15, da sind wir schon bessere Rüstungen und ein Bogen, dass die, vielleicht werden die mehr kosten, dass ich dann genug Punkte habe, um zumindest einen Bogen zu machen. Das wäre halt mal geil. Deswegen hebe ich mir diese Punkte jetzt mal auf. So. Jetzt brauche ich noch Decke. Ceiling. Ja, 60 Holz. Das heißt, ich bräuchte mal 60, 120, 180, 240. Das ist schon viel, 240 Holz. Und vor allem die Sonne geht schon wieder unter. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, sollte ich erstmal das Feuer machen. Das ist das, mal brät das Fleisch. Und ich sollte eher in der Nähe das Holz suchen. Muss ich halt den ganzen Wald hier abpacken. Boah, schon wieder Stammbild. Sechs Holz. Da kann ich lange auf die 120. Ah, nicht 120, an die 240, so. Abbauen. You're tired. Ja, bleiben wir halt kurz stehen. Okay, 104 haben wir schon. Moment, kann ich das nicht irgendwie so auffüllen? Ja, okay. 104, das heißt noch 140. Und dann brauche ich nochmal Holz, um die Spikes zu machen. Die kosten, glaube ich, auch nicht so wenig Holz. 5 Holz aus einem Baum. Wie viel habe ich denn jetzt? 160. Und ich bin schon wieder fast voll. Okay, machen wir mal Ceilings. 1, 2... Müsste jetzt wieder ein bisschen Platz haben, ja. Ich glaube, die geben nicht so viel, oder?
Weil ich dachte schon, dass... Bist du eh kein Raptor? Nee. Kein Raptor. Sorry. Sich da an Bäumen abschlagen muss. Bei den Palmen wäre es halb so viel. So, dich hau ich noch knüppelig nieder, aber eher in Richtung meines Hauses. Da, ja genau in diese Richtung. Oh, jetzt habe ich wieder Stammbild, wo ist er hin? Da. Ach komm. Ja, geh nur in Richtung dieser Wand. Hast recht. Da sitzt er jetzt fest. Und jetzt ist mir wieder kalt. So, ja. Ey, das ist ein das sind Spieler bei mir, anscheinend. Wow. Lol. Habt ihr das gesehen? Der ist gestorben anscheinend oder so. Was, eine Leiche ist? Ne, ist keine Leiche. Hm. Komisch. Whatever. Aber ich habe Glück gehabt. Weil ich habe die Tür noch nicht mit einem PIN-Code versehen. Zum Glück sind die nicht reingegangen. Genauso wenig wie das hier. Moment. Jetzt hätte ich mir fast einen falschen Code gegeben. Access Inventory. So. Jetzt habe ich aber 94 Codes. Das reicht nicht für 2. Ah, ich habe auch nicht so viel Fetch. Na gut, dann mache ich mal das, was ich habe. Nee, so nicht. Tada. Und. Tada. Jetzt brauche ich noch. Achtung. Ne, warte. Holz habe ich genug. 2-mal, ja. Brauche ich nur noch 12 Fetch. Ein Fetch zu holen ist jetzt nicht so schwer. Jetzt muss ich nur aufpassen, damit ich ohne Fackel da jetzt einen Baum finde, weil sonst sieht mich der andere Typi. Sieben. Sind noch zu wenig. Ich sehe keinen Baum in der Nähe. Nur da vorne. Okay. Ja, ich weiß, dass mir kalt ist. Brauchst du mir nicht sagen. So, jetzt habe ich genug. Essen? Wo bin ich denn überhaupt?
Ey! Was ist denn? Hallo. Hallo. Der wollte bei mir einbrechen. So. Mach mir mal das fertig, bevor er wieder zurückkommt. Moment, habe ich jetzt auch... Ich habe irgendwo falsch geschaut, oder? Ja, ich habe da geschaut. Ah... Brauche ich erst noch ein paar Sachen. Access Inventory haben wir wieder ein paar Sachen hinein, zum Beispiel die Felle und das vergammelte Fleisch. Ja, Kohle. Da habe ich noch ein bisschen Fleisch, kann ich ein bisschen braten. Access Inventory. Hauen wir wieder da die Hälfte hinein. So, bam. Lightfire. So. Und weil ich blöd geschaut habe, was brauche ich denn jetzt noch? Jetzt brauche ich noch 9 Fetch und 40 Wood. 40 Wood ist halt noch eine Ansage. Da hat er auch noch hingehauen. Ach, fressen wir wieder. Und dann muss ich auch mal zum Meer schauen. Ey, wisst ihr was? Dann, pass auf, fressen wir. Inventar. Nehmen uns das mit hier. Komm schon. Na gut, das können wir da lassen. Okay, nehmen wir das jetzt auch noch. Und machen jetzt aus, damit keiner das Feuer sieht. Und wenn wir schon Richtung Meer gehen, dann können wir auch gleich zu den Palmen gehen und wieder Holz holen. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt ins Wasser gehen, wird uns eiskalt werden. Ja, komm schon. Trink. Ja, wusste ich's doch. Ich sollte nicht zu viel laufen, weil in der Kälte verliere ich halt viel Hunger. Und wenn ich laufe, verliere ich natürlich auch Hunger. Also beides auf einmal ist tödlich. So, ich werde aber natürlich noch ein bisschen mehr Holz sammeln, weil ich auch die Spikes machen will. Und da kostet eins auch 40. Und vor allem Hide kosten die. Das ist mir doch immer unverständlich, warum Spikes Hide verbrauchen. Jetzt bin ich da runtergefallen.
komm schon, lass mich darauf. So, wo sind denn die großen Palmen? Die habe ich wahrscheinlich jetzt schon alle gemäht. Da ist zumindest mal einer. Sind das auch alles Großpalmen? Wahrscheinlich, oder? Ja. Kann ich gleich alle abmähen. Na gut, das Dach hätte ich schon mal fertig. Aber ich habe auch ganz schön viel Heid gesammelt, also von denen her sollten sich ein oder zwei Spikes ausgehen. Gut wären ja so 1, 2, 3, 4, ich sag mal 6 Spikes. Nein, 1, 2, 3, 5 Spikes, sagen wir. Also brauche ich aber viel Holz. Stonehenge broke. Mach mir mit einem Palme Fetch heraus. Weil von denen haben wir jetzt auch nur ganz wenig. So. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Wo bin ich denn? Ich sehe nichts. Jetzt bin ich noch immer weiter runtergefallen, oder wie? Muss ich mal die Fackel starten gleich. Ja, da bin ich runtergefallen, seht ihr? So, und den letzten Baum hier, oh, den hole ich mir auch noch. Ich hoffe, das geht sich mit dem Gewicht jetzt aus. Nein, geht sich nicht aus. Und jetzt ist mir auch noch eiskalt. So, was könnten wir bäckern? Steine? Ja, komm. Wenn uns... Warte, wie viel? Probieren wir mal. Drop Item. Ah, es ist noch immer zu viel. Und wenn wir diese Beeren jetzt fressen... Oh, das waren Narco-Berries. Aber ich gehe eh normal. Nur kann ich halt nicht laufen. Ja gut, gerade das Laufen ist ja wichtig. Ja, aber egal. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht schwimmen. Wenn ich hier normal gehe, sollte es kein Problem sein. Aber die Kälte wird mich eher umbringen. Kann ich denn wirklich nichts weghauen? Naja, lieber nicht. Da vorne ist ein Spieler. Wenn der mich jetzt umbringen will, also wenn der feindlich ist, schaue ich blöd rein, weil ich kann nicht weglaufen. Okay, anscheinend will er mich nicht attackieren. Sonst hätte er es schon längst getan. Ja, ich weiß, die ist kalt. Ich hoffe, dass man... Boah, ich sehe gar nicht das Wasser. Ich hoffe im YouTube-Video, dass es nicht ganz so dunkel ist.